Ich glaube immer noch, auch ein Seil, auch wenn es noch ein Klumpen Stahl ist, aber ein bisschen Emotionen sind da meistens schon noch dabei. Ja, heute haben wir etwas Spezielles vor, heute und morgen. Wir gehen jetzt zuerst zur Firma Fazer nach Romanshorn, wo wir schauen, wie unsere Trag- und Zugseil gerade in Produktion sind. Anschliessend, morgen am Dienstag, gehen wir auf Salzburg zur Firma Carvatech, wo in unserer Kabine aktuell ebenfalls in Produktion sind. Und dann hoffe ich, dass wir mit einem sehr guten Gefühl wieder heimkommen. Wir haben auch gerade das außerordentliche Glück, dass wirklich gerade beide Seile oder zwei Seiltypen am Laufen sind. Sowohl das Dragseil von der zweiten Sektion, wie auch das Zugseil von der zweiten Sektion. Da muss man wirklich gerade ein bisschen timen und Glück haben, dass das gerade so aufgeht. Die schwersten Seile von der zweiten Sektion sind die Dragseile. Da hat ein Seil von der zweiten Sektion ca. 70 Tonnen. Wo am Stück wird geliefert werden. Für die zweite Sektion bei den Zugseilen, das ist ein 30 mm Seil, das über 12 km lang ist, am Stück produziert. Wir produzieren hier für das Schildhorn-Projekt drei Sektionen Pendelbahnen. In Summe sind es sechs Großraumkabinen, wobei die Sektion 1 für 85 Personen sind und die Sektion 2 und 3 jeweils für 100 Personen Kabinen. Ja, der erste Eindruck ist sehr gut, schön. Alle sechs Kabinen hier auf einem Platz in einer Halle zu sehen. Dann haben wir hier die nächsten zwei Kabinen von Mürre auf Birg. Dann haben wir hier den Mittelteil, wo man die Scheibe auftun kann, sodass man hier auf dieser Höhe oben raus kann schauen zur Kabine und auch das Höhengefühl überkommt, einmal die Leute, die es wollen. Dieses Design wurde ja speziell für den Kunden, mit dem Kunden zusammen entwickelt und das wird jetzt das erste Mal gebaut und gibt es kein zweites Mal auf dieser Welt. Ja, also speziell die Optik ist jetzt für die Schildhornbahnen AG und wird bei dem Projekt 20XX das erste Mal am Seil hängen. Wir sind hier sehr gut drinnen im Zeitplan und macht natürlich eine Riesenfreude zu sehen, wie die Kabine langsam aber sicher entsteht. Ja.